Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Wir sind hier gerade bei meiner zweiten Basis immer noch am Herumwerkeln. Und ja, können jetzt die Plattform wieder zumachen. Ich habe ja meine Fabrikgelände hier, also meine Radioaktiv-Umwandlungsfabrikfläche einmal kurz abgerissen und schnell wieder neu aufbauen müssen, weil, und das habt ihr wahrscheinlich auch mitgekriegt, ich diesen Weg hier angepasst habe. Und bevor das dann nicht mehr akkurat ist, dachte ich, reiße ich doch alles nochmal nieder und ja, baue es neu an. Ah, okay. Leidige Nerviges, wie ihr merkt, die Plattform zu haben. Das sind jetzt noch drei. Das heißt, ich brauche insgesamt 2, 4, 6. Ich brauche also 12. So. 15 ist auch in Ordnung. Aber ja, das muss auf jeden Fall mal hier erstmal dann auch wieder reichen von der Plattform her. So, und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ne, Quatsch, sondern Specials. Die Awesome Sink, die konnte ich beim letzten Mal noch gar nicht bauen. Jetzt kann ich sie ja immerhin bauen. Einmal dahin nachjustieren und einmal nach da anjustieren. Dass sie halt nicht auf einen Millimeter genau hier so drauf geht, ist halt ärgerlich. Aber ja, ich will sie sowieso nur so ein bisschen platziert haben. Von daher passt das. Achso, ja, genau. Wir können ja ganz einfach, um halt die Befärbung wieder rückgängig zu machen, abbauen und wieder aufbauen machen. So, jetzt habe ich ja schon mal die Sink da. Die soll bitte, ja, sagen wir mal hier. Genau, das ist das Geradeste, was geht. So, hier ist dann ein Verteiler. Einmal dahin rennen. So, und da geht auch. So, sehr schön. Jetzt muss ich noch dran denken, es muss ja das hier haben. Um halt in, warte, hier oben in Cortex. Parts. Wir wollen ja das hier. Non-Fluid, bla bla bla. Dahin wollen wir es umwandeln, weil das kann man immerhin, ja, schreddern, zerstören, vernichten, sag ich mal so. Und dafür brauchen wir allerdings, wie ihr seht, ach nein, nur um das zu machen, brauchen wir den Partikel-Aggregator. Hierfür brauchen wir nur Blenders. Also, komplett falsch gedacht, nicht den hier brauchen wir, sondern den hier brauchen wir. Daher ich hier noch 5 auf Schippe habe. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Grund hatte. Oder war das hierfür? Ich glaube, das war hierfür sogar, ne? Aber ich brauche auf jeden Fall mal einen für die grobe Markierung schon mal. Ich
würde ich das so machen. Genau, das kommt ja von hier links an. Also die Schräge geht nochmal nach links hier ein bisschen weiter. Und hier würde das reingefüllt werden. Gut. Also eben war es ja hier, ne? Jetzt ist hier. Bei. Ja, also es könnte eine Menge werden. Nope. Ja, schön, dass ich jetzt treffe. Aber ich muss ja auch erstmal drin sein. Das heißt... Ja. So, die Fläche. Wird komplett für die Blends benötigt. Sag ich mal so. Ich glaube, ich mache das anders. Ich baue zwei nebeneinander, dann den Durchlaufbereich. Ja. Das heißt, ich habe 5 eingerechnet. Wisst ihr, was ich schon wieder sehe? Und das ist halt das, was mir am wenigsten gefällt. Eine Kiste. Eine Kiste heißt meistens Rohstoffe, die ich verloren habe. Ja. Ist diesmal nur Beton, aber... Ja, das Inventar ist auch halt ziemlich voll, ne? Es ist etwas ätzend. So. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dann brauche ich noch einen für die, ja, Laufbänder. Und dann brauche ich nochmal 1, 2, 3, 4, 5 für die zweite Reihe. Für die dritte Reihe meine ich schon. Aber ihr seht, hier will ich wirklich Endlager, Endverarbeitung drin haben in dem Bereich hier. Deswegen... plane ich da auch ordentlich ein. Also hier sind die ganzen Verarbeitungsdinger. Sobald ich sie dann auch bauen kann, kann ich das noch ein bisschen besser planen. Aber jetzt habe ich schon mal platziert, wo es hinkommt. Von der Optik her. So. Was viel wichtiger ist, und das möchte ich auch ganz kurz mal herausfinden, wie es ausschaut mit meiner Wassertransportierung. Ich habe ja kurzzeitig ein bisschen sehr viel Wasser abgegeben. Aber ich glaube, das hat das ganz gut abgekonnt. Hier müsste auch relativ voll sein, weil auch zwei Pumpen pumpen. Genau, Rohre sind auch komplett befüllt ohne Ende. Hier pumpt es natürlich auch fleißig durch. In der Peak müsste halt ein bisschen abschwächen, weil... Oder? Nee, da ist auch inzwischen gut was drin. Gut. Das heißt, zwei Rohre sind immer perfekt, um, ja, die Wassermengen zu stemmen. Ich könnte natürlich nochmal einen dritten solcher Anlage hier planen, so eine Anlage hier planen, die dann nochmal hier neben steht, auch nochmal drei. Aber ich glaube, das wäre dann auch ein bisschen übertrieben. Vor allem müsste ich für jeden auch immer sein eigenes Kohle- und Wassernetzwerk haben, wenn ich das so weitermachen würde. Was jetzt viel wichtiger ist, gerade mal gedanklich. Wir sind jetzt ja soweit erstmal damit fertig.
Pipes mir zu holen. So. Genau, ein paar Stahldinger. Wie viel brauchen wir denn eigentlich an sich noch? Wir brauchen 150 Kabel. Passiert, geschieht, wird gemacht. So, Bürschenkabel kann ich so oder so produzieren, weil brauche ich immer mal. So, dann ist noch das Gute, ich brauche 165 Motoren. Ich habe ja zwischendurch welche auch noch unterwegs gefunden. Davon habe ich ja dann immerhin schon mal 81 dadurch. Computer brauche ich noch 35 insgesamt. Könnte ich eigentlich auch abzwacken. Aber nee, Moment. Wird schon abgezwackt, so gesehen. Durch die, ja, Radio Control Units, die ich ja nicht mehr benötige, so viel wahrscheinlich am Ende. Da wird dann ein Rückstau entstehen. Aber ich will halt auch nicht ewig da warten, ist klar, ne? So. Was aber viel wichtiger ist. Die Heavy Modular Frames. Oh Mann. Etwas. Tja, ja. Gut, Leute, ich muss dann also dementsprechend noch mal ganz kurz zurück, sogar zu einer. Ich habe noch Iron Ingot mit. Warum habe ich Iron Ingot noch mit? Liegt wahrscheinlich daran, dass ich es nicht verarbeitet habe. Kann mal weg. So. Aber ich muss tatsächlich mal zurück, zum einen, weil ich die gesammelten Schnecken, VIP-Objekte und so zurückbringen will. Und zum anderen. Warte mal. Geht das überhaupt? Genau, ich will Heavy Modular Frames, muss ich holen. Weißt du was? Ich versuche mal was ganz Verrücktes. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es hier richtig bescheiden fahren wird. Okay, doch, das ist cool. Weil erstmal es abbaut, aber hier im Inventar lagert, das ist so komisch. Naja, für den Spaß war es kurz mal wert. Aber wie gesagt, bevor ich hier Strom drauf bringe, muss das Endlager fertig sein dort. Und es müssen alle Verbindungen stehen für Transport. Leute, was mache ich jetzt? Mach einen kurzen Cut oder nimm das mit auf? Ich meine, der Weg ist ja nicht ewig lang. Ne? Ich will nur hier nach oben, weil ich dann einen kürzeren Übergangsweg habe. Weil ich will wieder so quer gehen. Weil das wirklich das Schnellste war. Ah, übrigens, es wäre übrigens AKW, nicht KW. Das muss ich auch noch bei Zeiten anpassen. Atomkraftwerk. Falls sich jemand jetzt fragt, hä, AKW, AKW, achso, ja. Ne, macht doch Sinn.
Da ist ein Objekt drinne. Oh, ist das euer Ernst? Das kriegt man halt wirklich erst, wenn man einen Strahlenschutzanzug hat und die Masken. Sonst kriegt man hier echt Probleme damit. Grandioserweise natürlich, ne? Gut. Und wenn wir sowieso schon gerade dabei sind, will ich auch mal anmerken, können wir natürlich auch die ganzen Schnecken und so alles einsammeln. Breaking news from Earth. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Da muss noch irgendwo eins gewesen sein, oder das kam jetzt verspätet. Okay. Jetzt muss ich echt einen weiten Spot überspringen. Deswegen versuche ich gerade so wenig wie möglich an Treibstoff zu verschwenden. Das war was blöd. Nein, das war gut. Das war gut. Und ich liebe auch diesen Spot hier immer wieder aufs Neue, weil wir kriegen mal einfach Schwussen durch. Immer mal ein bisschen Alien-Proteine, die man verarbeiten darf und kann und tut, ne? Ohne Kampf, ohne irgendetwas. Ist doch auch mal was Schönes. So, weiter zu Space Needle. Wie ich es immer so schön bezeichne. Ich weiß, es heißt nicht Space Needle, es heißt ja Space Elevator, ne? Aber komm schon, es sieht aus wie eine Weltraumnadel. So, hier war ich auch. What? Rotoren? Der will einen Rotor? Moment, und eventuell Strom? Und Strom, ja. Das heißt. Nee, Produktion. Auf jeden Fall ein Rotor, den kann ich schustern auf Schnelle. Stator. War doch ein Stator, oder? Genau, ein Stator war das. Jetzt kommt das zweite. Biomasse-Generator, den kann ich gerade nicht. Ah, Scheibengläser, okay. Das ist jetzt ärgerlich. Lass irgendwas in unmittelbarer Nähe sein. 100 Meter in die Richtung. Ich muss ein bisschen Iron Ore abbauen. Ah, Ironie, ne? Hatte ich nicht eben Eisen weggeworfen? Na, das ist Katerium. Schmeiß weg den Kram. Aber gut zu wissen, dass es daneben ist. Produktion. Naja, schon mal auf Iron. So, dann kann ich das hier noch produzieren. Wenn ich auch schon dabei bin, ne? Necke hole ich auch noch. So, Power.
15? Ach, komm schon. Hallo? Dann sind es 15 und nicht 10. Oh Mann. Warte, war das nicht früher mal 10? Haben sie es erhöht? Na egal. Auch wenn, ist nicht so schlimm. Ich hole mir nochmal eben schnell. Und Iron Plates. Meine Güte. Da kann man sich echt einen Ast bei abbrechen, ne? Möchte ich nur mal anmerken. Achso, genau. Power, Biomass, hier ran. Ab dafür. Und wieder abgebaut. Sortier. Und tschüss. Weiter zu Space Needle. Und das hat mich jetzt schon wieder Zeit gekostet, ne? Ja. Das heißt, im nächsten Part seht ihr dann, wie ich von der Basis dann wieder zurückkehre zur Second Base. Dementsprechend da auch weitermache. Und dann gucken wir mal. Oder bitte wie beim AKW. Von AKW aus geht's dann weiter im nächsten Part. Also Basis, AKW. Bahnhof fertig anpassen, nochmal das A. Beim AKW zupacken, ne, und so weiter. Solche Sachen halt. Ruckel die Ruckel. Naja. Okay. Es war immerhin wohl, dass der Geräusch hier ganz halt herkam. Aber gut. Solche Sachen werde ich ja noch häufiger aufsuchen. Und ich meine, für den nächsten Part könnte ich MAM machen, weil ich am der Welt bin. Bisher wie, nee, warte mal, das ist ja Blödsinn. Dann mache ich die ersten 10 Minuten in der Basis und dann gibt es nochmal 20 Minuten für weiteres.
Ja, gut. Ich lasse mich, glaube ich, mal eben kutschieren, in Anführungszeichen. Damit will ich sagen, ja. Ab dafür. Gut. Das habe ich jetzt so nicht kommen sehen, aber ich glaube, es funktioniert. So, Leute, jetzt sind wir bei der Basis. Ich nutze jetzt noch die letzten 4 Minuten, die ich noch maximal habe, und tu mir mal schnell Biomasse aus Blättern machen, weil es geht. Dann werde ich hier, wobei, so, das nehme ich mit. Blätter, Blätter, Blätter. Blätter waren hier, ne? Genau. Das hier verarbeiten. Ach ja. Grandios. Sehr schön. Cool, wir haben schon wieder mehr blaue als pinke und gelbe, so gesehen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Weil viel wichtiger ist, wir haben schon wieder 17 Coupons. Mal sehen, Kupferplatten sind ohne Ende da. Plastik. Moment, Plastik geht zur Neige? Kann das angehen? Ja, ist tatsächlich so. Okay. Dann machen wir mal wieder hier ein auf Change the Recept. Das heißt, hier kommt wieder Plastik mit raus. Weil Gummi ist ja, denke ich mal, vorerst erstmal wieder genügend da, genau. Ach ja, oben läuft die Fabrik wieder, genau. Das Fabrikgelände ist wieder an. Deswegen wird auch so viel Plastik benötigt, weil oben ja alles auch mit verarbeitet wird. Genau da, da sehe ich schon wieder Plastik wegwandern. Oh meine Güte, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Aber gut. So ist es halt nun mal. Was sagt allerdings meine Produktion hier hinten dazu? Derzeitige. 684. Ich rechne nochmal, also 200, 400, 600, 800, 900, 1000. Ja, ich habe genau auf 1000 limitiert. Ohne Laufbänder mit einzuberechnen, natürlich, versteht sich. Aber gut. Dann will ich mal hier gucken. Hier sind genügend Kontrollunits. Nee, Oszillatoren meine ich. Hier sind 1200 Magnetdinger. Ich glaube, es wäre fast gut, wenn ich mal hier eine Zeit lang herumeier, einfach in der Basis wieder. Und das halt im Off. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was ich eigentlich nachgucken wollte.
nämlich wie so eine Laufbänder aussieht, nein, nämlich wie es ausschaut mit der Menge an Modular Frames. 8 ist zwar jetzt nicht das 9 Plus Ultra, aber es ist immerhin schon mal was. Und ich brauche ja 89, also grandioserweise ist das gar nicht so schlecht mit den 8. Zumindest wenn man das bedenkt, dass ich ja auf der einen Seite dann schon mal den Bahnhof bauen kann, ne? Genau. Ja, sehr schön, sehr schön. Ist ja wunderschön. Das ist ja... Es ist ein Träumchen, ne? Das heißt, wir haben 18, 20, 50 Dinger brauchen wir insgesamt nur für die beiden Stationen allein schon. 59 brauchen wir für alles zusammen. Ja, das heißt, eigentlich müsste ich tatsächlich mir sagen, okay, ich bleibe jetzt hier eine Zeit lang in der Hauptbasis und berücksichtige alles. Ne? Ich meine, gut, oben gehen jetzt auch die Schrauben und so wieder hin, deswegen geht das auch schon langsam leer. Hier haben wir aktuell 700. Wenn wir sortieren. Das heißt, da kann ich gerade nichts abzwacken. Die Drohne steht und fällt auf der Station hin und her. Mit anderen Worten, ist einfach nur hier. Könnte ich aber umprogrammieren, theoretisch. Das heißt, sie braucht zwar immer noch Akku, aber kein radioaktives Zufluss. Also sie müsste da nicht mehr ausspucken, sondern... Oh Mann, ey, das ist halt alles immer so Mitgedenke. Aber gut, viel wichtiger ist jetzt... Ja gut, weil das halt ständig hin und her läuft, ne? Kann ich mal ganz kurz hier machen. Und dann wieder so. Jetzt ruckelt es nochmal wegen Autosave. Ja, alles in allem ziemlich anstrengende Geschichte hier. Könnte ich denn hier nochmal platzmäßig das bauen? Weil seht ja, da habe ich ja einen von diesen... Ich könnte natürlich schräg hier hinter, ne? Warte mal. Wie lang ist so eine Platte? Das sind 3, ne? 1, 2, 3, genau. Muss noch mal ein bisschen... So, und ich glaube 2 breit, weil das auch immer... Genau, es geht immer auf eine Plattform über. Kann ich sogar gerade bauen, welch ein Wunder. Ja, das wäre so in Ordnung. Und das würde sein eigenes Wasser und seinen eigenen Kram kriegen, weil ich will nicht von meinen anderen abzwacken. Was muss da eigentlich rein? Genau, das ist Sulfur. Also in die Richtung war halt blöd gedacht, weil hier überall geht es schlecht weg. So. Das heißt, ich könnte natürlich sagen, okay, ich kriege ja eh so viel. Was war denn die Zeit? Ja, das sehen wir im nächsten Part. Ich würde sagen, ich bedanke mich trotzdem erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao. Tschüss.